Herzlich willkommen YouTube zu einer neuen Folge Payday 3 mit das Toni. Hallo und mit das IT-Team. Mit das ITT, hallo. Und heute die Mission Schmutziger Schmuck auf Normal. Mal gucken, was wir da so rocken können, wa? First try. First try. So ist es. Bereit. Wollen wir mal gucken, wie das läuft hier. Keine Ahnung. Wir gucken mal. Die letzte Mission musste ja geballert werden. Ja. Und Jetzt ja, auch. jetzt auch? Okay. Keine Ahnung. Ich habe die Ahnung auch nicht. Okay, wieder mehr etagig. Okay, wir können wieder frei rumlaufen. Ich würde Ja. sagen, das nutzen wir auch aus. Ja, ich gucke, da oben leuchtet schon was blau in den oberen Räumen. Ich laufe mal links rum, ja? Ich guck mal Ich gehe mal links. rein. Genau, du gehst rein. Links ist ein Zaun, den kann ich aufmachen. Hier ist eine Wache. Drinne auch. Ich laufe mal noch weiter. Oh, jetzt wird's dunkel. Hier ist Endespielbereich. Drinnen sind auch Kameras. Ich gucke gerade draußen nach Kameras. Ich sehe gar nicht, da steht auch noch ein LKW. Jetzt gehe ich mal rechts rum. Hinter, nee, hier ist ein Fenster, was man aufschweißen kann. Hier Ja. geht's runter. Okay, hier geht's runter. Oh, Kamera, okay. Camera. Und da ist noch eine Wache. There's a guard. Ich kann hier die Vitrine rein theoretisch öffnen. Okay, ich gehe mal oben lang. Vielleicht. Bin Warte aber mal, egal, was ich. mit meiner Pistole, mit Schalldämpfer, ja? Ja. Könnte ich damit. Hier steht Fluchtauto. Wenn das unseres ist. Sieht danach aus. Okay, drin ist Hier katastrophal. ist noch eine. Watch the Civ. Eine Zivilistin und da steht ein Guard, der guckt mich an, verdammt. Aber der geht Spotted a weg. guard. Ich könnte jetzt die Zivilistin hier wegholen, einfach mal. Um zu gucken, was wir machen können, ja? Privater Bereich ist das, ich nehme die da mal weg. Kann ich nicht, Wird die Maske ganze Zeit nicht auf, okay. beobachtet. Hier drin kann ich nicht viel machen, Toni. Ne, also ich müsste die Maske tatsächlich aufsetzen. Hier ist auch keine Kamera bei mir. Drinnen kannst du nicht viel machen. Nee, gerade zumindest nicht. Dann würde ich jetzt einfach mal die Zivilistin hier wegholen. Ja? Mach ruhig. Denk dran, dass du die Maske nicht wieder aufsetzen kannst, ne? Alright. Ja. Bring die weg. Okay, ich gehe mal nach draußen, weil hier drin ist alles voll Schmuck. Das können wir alles mitnehmen. Okay. Und die ganzen Vitrinen können wir auch aufschneiden. Okay. Hier ist eine Wache. Okay, ich habe die jetzt gefesselt. Ich kann die Waffe halt nicht mehr oder die Maske halt nicht mehr absetzen, ne? Nee, nee. Dann würde ich jetzt hier gucken, ob die Wache kommt. Ah, ich muss ja erstmal wieder weg. Er würde mich sonst bestimmt gleich sehen. Ja, da kommt er. Oh, hier sind überall viele Wachen. Ja. Ich habe die Zivilistin hier jetzt rechts, da vorne ist die, da. Ja, das ist Kann gut. ich gerade nicht markieren, da hinterm Auto auf jeden Fall. Ja, Okay. deswegen, da musst du Gott. aufpassen. Ich wollte da nämlich links hoch, weil dann kannst du die Kamera auch von oben machen. Ist er auch hier auf unserer Seite oder wo ist der? Hier unten ist noch einer. Wenn du, also da rechts Nee, ich ist meine, er. ob der auf unserer Seite ist oder hinter dem Zaun. Der ist hinter dem Zaun. Scheiße. Aber pass auf, hier ist gleich noch eine. Hier gibt es gleich noch Ja, eine Wache. ich habe eine Idee. Das ist eine Ratte. Guard. Ja, hier links ist auch noch eine Wache, pass auf, da unten ist noch eine. Sehe ich gerade nicht. Ich komme hier nicht hoch, kann man nicht klettern? Doch, hier, so. Ich kann hier aufs Dach, bin auf dem Dach. Ja, ich komme gleich mit. Ich habe hier unten die Tür schon mal aufgemacht. Soll ich, ja, ich weiß nicht, kann man Kameras Ich muss Maske aufsetzen. kaputt Ja. schießen? Ja, Ohne, aber dass mit sie es Schalldämpfer, hören? ne? Ja, ohne, weil hier Ja. drunter steht nämlich einer. Er schießt sie nicht direkt kaputt, wenn er da drüber steht, drunter steht. Das kann ich leider nicht sehen. Ich müsste dafür unten gucken. Unter dir ist einer, normalerweise. Ich mach. Oder soll ich die Kamera da lassen? So ist Okay, weg. gut, alles klar. Ja, da würde ich tatsächlich mit dir reingehen, würde ich mal sagen, oder? Ja, oh.
Ich hoffe, dass die eine Wache von rechts jetzt nicht kommt. Ne, die kommt ja nicht so weit. Da ist ja ein Zaun. I'll check it out. Die Wache von rechts kann uns hier nicht sehen. Oh, die Zivilisten unten hat... von links. Oh, Walkie-Talkie unten. Das ist schon vorbei. Walkie-Talkie nee. Haben wir nicht geantwortet. Kannst noch? Psst. Yes, hello. This is not the security guard. He's dead on the floor. I'm here with my crew to rob the place. Der hat das gehört, dass ich das Fenster aufgeschnitten habe, ne? Oh. Ich habe die Leiche verwahrt. Ja. Ich habe sogar direkt seine Schlüsselkarte. Ich könnte hier direkt unten rein. Ne, QR-Code benötigt. Ich könnte Fenster öffnen. Ja, warte. Ich habe es ja schon aufgeschnitten. Unten brauchen wir rote Keycard, wenn ich das richtig sehe. Ja, die habe ich. Oder habe ich die blaue? Oh, pass auf, Kamera. Ist weg. Okay. Oh, hier ist eine Toilette. Ich nehme mal einen Medi. Ja. Dann nehme ich ein bisschen Leben verloren. Nochmal Tür auf hier. Vorsicht. Oh, was ist das? Hier können wir rein. Ich weiß bloß nicht, ob die Kamera ist hinter der Tür. Nee, mach Tür zu. Ich hacke, Handy, pass auf. Ja, ich ja. Such Handy. Teilte Gegenstände, okay. Oder war es Passwort? Nee, was war das? Hier ist eine... Ist das eine Tür? Okay, da scheint alles wichtig hier zu sein, was da am PC steht. Drücken kann man hier, ist ein Knopf, aber das ist Alarmknopf, oder? Nee, das ist Alarm. Lass das. Ja, deswegen, das habe ich mir schon was gedacht. Hier gegenüber ist direkt ein Tresor. Ja. Hier ist eine rote Keycard. Oh, hier kommt einer, ja. Mach Tür wieder zu. Der läuft zu dir. Der kommt. Ja, ich hole ihn mir. Hey, let go! Hab ihn hier im Nebenraum eingesperrt. Ja. Da geht's anscheinend weiter. Oh, hier können wir auch nach draußen. Oh, okay. Da steht ja eine Wache. Ja, ja. Was steht da? VIP? QR-Code scannen, wir müssen Handys finden. No room. Hier läuft aber ja doch noch einer rum, oder nicht? Weiß ich nicht. Looks like the manager will leave the store in about one minute. If you want to make Handys. Use of Habe eins. Scan. Ja, mach ich. Schüsseln. Oh mein Gott! Ich hab den... Links laufen auch welche draußen, Alter. Oh. Ja, okay, die Türen hier nicht aufmachen. Ja, okay. Dann bist du am Arsch. Okay, wir gehen mal nach unten. Rote Keycard hast du. Ah, nee, du brauchst ja. Nee, du brauchst QR-Code, brauchen wir. Aber hier ist noch was. Ach, du brauchst eine Access-Karte A oder was? Wo? Bei dem Tresording da. Ja, genau, die holen wir ja. Die hat der Mitarbeiter des Monats, stand da gerade. Okay. Ja, sonst ist hier nichts mehr, ne? So, ich gehe nach unten. Oh, hier steht die Wache. Soll ich die Wache draußen noch ausschalten? Wir brauchen den Code. Okay. Stand hier dran, ne? Ja, wir könnten die Wache draußen noch ausschalten. Läuft jetzt nicht zurück. Gib den Code ein. Du hast einen Code? Ist falsch. Nee, die Wache nicht ausschalten. Wer weiß, was unten und oben noch ist. Ja. Wir können nur noch zweimal. Okay. Dreimal. Nee, einen habe ich schon umgehauen. Aber da steht 3 Radius Antel Alarm. Okay, dann haben wir noch einen mehr. Warte mal, Ding. Wo hast du denn den Code? Such einen vierstelligen Code, Toni. Ja. Vierstellig, sagst du? Sag ich.
Der hier drinne ist, ist nur fürs Wi-Fi-Passwort, der ist für den Arsch. Ich könnte mit dem Rechner noch interagieren, soll ich das nochmal machen? Ja, da schaltest du nur die Seite um, leider. Ja, vielleicht steht immer ein Passwort. Schwer ist das nicht. C94 erfolgreich. Monatsgewählt, also da stand das, okay. Okay, ja, hier steht jetzt leider nichts vom Code. Ich würde auch sagen, hinter der Tür oder was? Ich scanne mal den QR-Code für den VIP-Showroom. Ja. Hier ist noch ein Handy, ich habe noch ein Handy hier im Badezimmer. Auf dem Waschbecken. Kamera kaputt. Handy gehackt. Psst. Don't touch those display cases. It'll set off the alarm. Try the basement for a way to disable it. Deaktiviert den Vitrinenalarm. Vitrinenalarm. Keine Vitrine aufmachen, Toni. Okay. Nee, weil der Alarm muss ja aus, logischerweise. Ja. Ich würde hier mal die Tür aufmachen. Mach zu, mach zu, mach zu, mach zu, mach zu, mach zu. Oh, da ist heißer Scheiß. Moment. Wo habe ich den Arsch? Hier. Alter Maul. Maul, ha? Keine Handgranate schmeißen, Toni, ne? L1 wollte ich vielleicht drücken eigentlich. Scheiße, das hat nicht funktioniert. Access denied. Okay, wir gehen nach unten. Kommst du? Oh, what? Warte mal. Ich habe zwar den Code jetzt nicht, aber den probiere ich jetzt einfach so aus. Wo bist denn du lang, um nach unten zu kommen? Hier. Okay. Unten. Unten. Unten bin ich lang. Also der hat ganz oft die 9, die 5 und die 7 benutzt, keine andere Zahl. Okay, 9, 7 und 5. Ja, die 3 hat er. Aber jetzt müssen wir Ewigkeiten warten. Nein, das ist jetzt komplett gesperrt. Nee, ist offen. Nee, okay. Wo kann ich denn gucken, was wir gesammelt haben oder was? Gar nicht. Du musst es so finden. Was du gesammelt hast, waren jetzt nur QR-Codes, die sind aber irrelevant. Was wir brauchen, ist jetzt halt diesen scheiß Code. Oh, das war knapp. Da ist noch, ist da was im Auto? Nee, das ist nur das reflektierende Licht. Ja, irgendwo muss ja noch, was ist da? Alter. Irgendwo muss ja jetzt noch Shit sein. Ich glaube, wir müssen den anderen Raum tatsächlich aufmachen, wo so kritisch war. Nee, das ist zur Straße hin. Da sind zig Stück, ne? Ja, gut. Ist dann doch ein bisschen viel wahrscheinlich. Hier steht, Wi-Fi Passwort. Du kannst die Bilder von der Wand schießen. Ja, das ist Wi-Fi, das funktioniert nicht. Habe ich schon ausprobiert. Dann wahrscheinlich in diesem Raum hier, ne? Ja, denke ich auch mal. Nicht, dass es auf der Rückseite steht. Ah, das wäre aber ja hart, dann muss es ja genau richtig fallen. Einige... Hinlegen kann ich mich nicht, ne? Passcode Keller. Hi, wie angefordert habe ich den Passcode für den Keller in die ID-Nummer des Angestellten des Monats geändert. Wir müssen den Angestellten des Monats finden. Ah, okay. Und die hängen hier im Hauptraum. Kannst du ihn nehmen? Rechts ist eine Kamera, ne? Soll ich die Kamera kaputt schießen? Und nee, lass. Suchbilder mit Angestellten drauf.
hundertmal das gleiche Bild rum. Es wird im Hauptraum sein. Ups, ich habe die Tür aufgerutscht. Da! Ich hab's. Hä, wie ist... Okay. Ich hab reingezoomt. Okay. So, ist offen. Ja. Gesicherter Bereich. Wie kannst denn du zoomen? Mit meiner Waffe, mit dem Scope drauf. Ach so, drauf. Du hast eine andere Waffe, stimmt, ja. Oh, da war eine Wache drunter, pass auf. Hier lief gerade eine Wache da. Coded locks, security cameras. What are they hiding down here? Ja, ich sehe ihn. What's the guard? Hier sind wahrscheinlich mehr. Er kommt. Er hat die Kamera gesehen. Okay, mach du. Nee, du. Das, ja, ich muss okay. Kamera kaputt machen. Ich kann nur Leiche aufnehmen. Nee, dauert kurz. Everything all right over there? Hello? Yeah, I'm cool. Totally cool. Okay, yeah, hab. It's just I stepped in some okay, ich sehe jetzt hier soweit auch keine Kamera. Yeah. Blaue Keycard wird hier benötigt. Yeah, I can see hab that. Ich. That's good to hear. Das gibt's nicht, dann habe ich den... Dann habe ich sogar den richtigen draußen platt gemacht für die Keycard. Ich kann eine Tür knacken hier. Nee, warte. Lass das erstmal noch. Auch nicht knacken? Nee, noch nicht. Ja, knacken kannst du, aber nicht öffnen. Okay, nee, öffnen wollte ich auch nicht. Okay, dann gehen wir jetzt hier rein. Hinten ist Ausgang, ne? Ja, da kann ich auch aufschließen. Achtung! Ja. Komm her, ich habe schon Karte dran gemacht. Ja. Pass auf, nicht dass... Okay, antworte du. Ja. Knack die Dinger. Okay, no unbedingt ein bisschen Muni gleich. Okay. Yep, nothing at all to worry about. Das ist tatsächlich eine Mission. Right, sounds great. Einmal können wir nur noch. Alles nehmen wir. Ach scheiße, die teilen wir uns zwar. Nee, ja, die müssen wir uns teilen, ja. Okay, ich das sind nur Kameras durch. Ne? So, welche Tür hast du gerade geknackt? Die linke, also die ja links von uns. Ich guck mal einmal alles durch. Gerade hier. Okay, wir haben tatsächlich nur zwei Kameras. Okay, hier geht's raus. Aber warte mal, wenn ich mir den Raum angucke. Ein Guard. Ich hab ihn. Zwei ich hab Guards. Ihn. Drei Guards. Ich hab ihn, Toni. Okay. Kannst du mir helfen, den das Ding hier zu knacken? Den Safe? Ja, den kannst du knacken. Ich hab den Alarm ausgestellt. Ja. Und die rote Schlüsselkarte habe ich. Okay, gut. Safe ist gleich offen. Safe ist offen. Oh, ich dachte, was ist das für ein Raum? Da ist nichts drin. Ach doch, jetzt. Okay. Beweis mitnehmen. Holy shit. Illegal trade routes, blood. Wir brauchen irgendwo noch ein Handy oder so, Toni. Damit wir hier in den Safe reinkommen. Ja. Ah, ne. In den Safe. Was ist das hier? Ach, das ist Ablenkung. Ich probiere mal zu knacken. Entschuldigung, ich wurde auch gerade abgelenkt. Hier, was hattest du? Nochmal, genau. Wir brauchen was, um... Können wir die schon alle knacken? Ja, aber warte. Ich meine das hier, komm mal kurz mit. Ja, das hier rein. Ding hier. Ja, die Karte. Da steht ja, guck mal, wenn du guckst, Access A. Ja, SSA, ja. Ich würde da gern rein. Ja, ich auch. Ich möchte mal was gucken. Vielleicht kann man ja irgendwie was
über die Kameras rausfinden, die wir da unten hatten. Wir haben ja noch zwei Kameras offen und da würde ich gerne gucken, wie die Leute, was da vorhanden ist. Ich guck mir das mal immer an. Toni? Ja. Ich habe eine Idee. Eine Idee? Ja. Okay, welche denn? Da ist eine Doppeltür. Die könnte man ja vielleicht ums Eck, kann man nicht. Doch, die könnte man machen. Da stehen ja nur zwei. Und der Guard, der läuft. Ah, der läuft rum. Die könnte man machen. Wir können nur noch eine Wache wegmachen, Toni, weil danach ist Alarm. Und ich würde den gerne draußen wegmachen. Ja, draußen ist auch eine. Drinnen auch nur eine. Drinnen läuft nur eine. Ja, aber guck mal, wie viele Zivilisten. Und wenn das von draußen jemand sieht, sind wir am Arsch. Dann sind wir richtig ja, am Arsch. Das ist doch hart, Alter. Diesen Raum hier, ich glaube, da muss man wissen, wie man dazu vorzugehen hat. Also wir können besser tatsächlich alles, was oben jetzt ist, in Taschen packen. Ich würde draußen die eine Wache weghauen, damit wir gar keine Probleme haben, die Taschen wegzubringen. Und dann bringen wir die alle weg. Ja, das ist richtig. Ich habe hier allerdings noch einen Raum. Ich glaube, da waren wir noch nicht drin. Das ist ein gesicherter Bereich. Mit dem Ausgang. Da steht, warte, was steht da? How to use Multitech-Scanner. Okay, das ist aber was anderes. Das ist unnötig. Da ist noch ein Monitor. Weiß nicht, ob da. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ob da noch irgendwas ist oder so. Aber hier ist auf jeden Fall noch ein gesicherter Raum. Ich sehe das. Ich kann dir zugucken. Ich sehe da aber jetzt kein Handy oder so, ne? Nee, so nicht, aber das kann sein, dass es angezeigt wird, wenn wir da reingehen, dass da noch irgendwas liegt. Hopp. Ja, dann ich hau die Wache draußen weg. Ja, das muss ein Stockwerk über uns sein. Ja, mach. Ja, du kannst hier auch hoch. Weil dann haben wir zumindest den Weg erstmal safe für unsere Taschen. Ja. Die kann man ja schon mal wegbringen, dann kann man den Rest dann ja danach machen. Und gucken, genau. Genau, sonst würde ich die Taschen schon. Ich bereite es schon mal vor. Ich sammle das schon mal ein, die ganzen Sachen, ja? Hä? Da war gerade ein Fragezeichen bei dir. Ich kann ja jetzt alles knacken, die Alarme sind deaktiviert, ne? Ja, was bei dir im Raum ist schon. Okay. Ich habe das letzte Handy gefunden, leck mich am Arsch. War es da draußen? Ja, hatte der Wachmann. Okay. With me, Central. Yeah, I just had to wrestle the radio back from a pigeon. Bloody bird tried to nick it. Ich durchsuche es. Ja. Okay, noch mehr QR-Codes. Du kannst halt über den Ausgang von vorhin, kannst jetzt easy die Taschen wegbringen. Ich gucke eben, ob ich den Raum finde, wo du vorhin warst. Ja. Kannst hier so durch dann, ne? Guck mal hier, warte. Ich leg die Tasche dahin, wo du hin kannst dann. Ja, ist gut. Hopp. Aber der Bereich ist jetzt safe. Ach, die hast du geöffnet, okay. Ach, die Tür ist auf, okay. Okay, so. Den Raum, den du meinst, der ist, glaube ich, hier der direkt vorne vom Eingang, direkt daneben. Könnte sein, ja. Müsste ich, was war hier? Ich glaube, da kommen wir nicht so hin, ne? Oh. Thank you. Weiß ich nicht genau, müssen wir gleich mal gucken. Wir können uns das ja gleich mal angucken, wir sehen das ja gleich. Alter, hier hängen, hier sind halt immer noch Dinger mit... Oh, da hätte ich fast übersehen. Da bin ich ehrlich. Das war halt gerade keine... Ruhe. Ich gehe noch mal einmal ganz kurz unten in den Keller. Ja, mach das. Die hier unten hatten jetzt ja. Nee, hatten die nicht. Die hatten keine Handys. Ey, der Raum. Warte, jetzt links von dir. Was? Der Raum ist links. Geradeaus.
Da? Der Raum. Ja, da, das ist der Raum, wo du geguckt hast. Kann ich von außen aufgeschlossen werden? Jewelry Workshop. Employees only. Angestellte. Ja, und die andere Tür ist von draußen dann. Ja. Aber da ist nichts drin zu holen, Toni. Ja, vielleicht wird uns das nicht angezeigt, weil das irgendwo hinterliegt. Möglich. Wäre das. Ich glaube, ich habe alle Vitrinen geöffnet und alle Taschen sind hier jetzt quasi. Ich habe, glaube ich, nichts. Doch, hier habe ich noch was vergessen. Okay, die Sachen habe ich auch. Also, ich müsste jetzt alles haben. Ich bringe das schon mal zum Auto, ja? Ja, mach mal ruhig. Mir lässt der Raum jetzt auch keine Ruhe. Ja, ich leg das mal davor. Aber ich will jetzt nichts riskieren. Die machen auch nichts, ne? Die packen es da auch noch nicht mal rein, wa? Den ganzen normalen Schmuck an sich hast du auch mitgenommen, ja, ne? Ja, habe ich alles, habe ich da von den Dingern runtergenommen. Oh, wo bin ich hier? Hab ich alles. Hier ist ja noch ein separater unterer Eingang. Hattest du den schon? Da warst du schon drin. Oder was? Ach, das ist die Tür, okay. Fuck, wir brauchen irgendeinen Angestellten. Bei ihnen nimmt er nicht. Ja, wir haben. Jetzt pass auf. Hier. Hä? Ja, ich habe halt noch was. Ich habe was wegen der Kamera. Pass auf, ich gehe nochmal runter. Kamera. Du kannst mir zugucken, ne? Noch nicht. Muss ich dann auch da dran? Das wird kritisch. Ich kenne den Raum. Ja, dieser Raum, ne? Wenn man... Oh, das ist schon hart, ey. Das kannst du auch nur zu viert. Da kann man, muss man die KIs quasi mitschicken. Aber die machen ja jetzt nichts. Das ist ja für uns das Problem mit den ganzen Leuten hier jetzt. Mit vier Mann kannst du es besser machen, ne? Ja, ich sehe die Tür, wo du sonst von außen dran kannst. Die rechte Tür, meine ich. Guck mal da. Markier mal. Jetzt fällt das oben. Kann ich nicht markieren. Ich guck mit der Kamera ganz nach rechts, musst du die drehen. Da steht eine schwarze in der Ecke und eine Doppeltür ist da. Die steht da alleine. Eine Wache, so gesehen. So ja, Security. Wir können keine Wache jetzt mehr töten. Nee, eine Security. Keine Wache, eine Security. Aber die hat keinen Walkie-Talkie, glaube ich nicht. Die schwarze. Doch, Kleine. Die haben alle. Die haben auch eins. Okay. Ja, einen Angestellten kann man irgendwie locken. Ja. Kamera wechseln, zoomen. Nee, kannst du nicht. Da, die eine, kannst du den da in der Ecke. Markier. Warte, der wird aber noch angeguckt. Der wird noch angeguckt, warte. Ich will das Muster eigentlich erst erkennen. Der andere läuft ja gerade. Und da musst du ihn direkt reinholen zu dir. Jetzt direkt. Jetzt? Warte, jetzt. Direkt zu dir reinholen. Nice. Einer weniger. So, das probieren wir jetzt so lange, bis da keiner mehr im Raum ist. Ja, Mann. Okay, du gehst da jetzt hin, alles klar. Wir könnten den Raum betreten, indem wir die Tür aufmachen und die Nein, andere geht Persona... Auch nicht. Ah, wir haben keine Maske auf. Scheiße. Ja, wir haben Maske auf. Jetzt kannst du da nicht rein. Aber man kann Rollläden schließen, ne? Das hätten wir vielleicht erst machen sollen, oder? Die Rollos runter machen in dem Laden, ne? Ja, ist jetzt zu spät. Ich sehe nämlich gerade die Schalter. Das sollte man vielleicht immer erst machen, weil man nicht weiß, wie man sonst vorgeht. Jetzt kommt da eine Wache mit Funk. Ich weiß nicht, können wir nicht mehr, ne? Nein, auch nicht niederstrecken, auch dann, also selbst fesseln musst du auch dann.
Ach so, das geht auch nicht mehr, oder wie? Nein. Aber wir hatten nur noch eine Wache drin, weil anscheinend hat der Guard, den du jetzt hast, der hat ja nichts an Funk dabei gehabt, tatsächlich. Richtig? Warte, hier wegen der Tresortaste. Wie, da steht in der E-Mail, wie ich schon sagte, musst du sicherstellen, dass zwei Personen die Eingabe gleichzeitig durchführen, um die Tresortür zu öffnen. Alle Mitarbeiter haben Zugang, so schwer ist das nicht. So, wir haben zwei Mitarbeiter. Nimm du dir den da? Ja, dann nehme ich den. Ach, den habe ich nicht gesehen, Entschuldigung. Folgen befehlen. Wir können erstmal gucken, ob wir, wenn wir beide hier dran... Nee, musst du als Schild nehmen. Okay, habe ich. Erstmal das Ding hier bei mir. Gucken, vielleicht geht das da auch. Und dann dran. Access denied. Ah, fuck you. Oh, ich kann da gar nichts auswählen. Also. Access denied. Ach so. Spazieren, das ist so schön. Spazieren, das ist so schön. Schuss mal dagegen. Hä? Hey, watch it! Okay, vielleicht gibt es zwei solche Schalter. Ich fessel den mal kurz, nicht, dass er abhaut. Gefesselt, ja. Weil da steht ja Access A, vielleicht gibt es auch noch B. Wi-Fi-Passwort. Wofür brauchen wir das Wi-Fi-Passwort? Ist das für uns wichtig? Ja, ich glaube, das ist einfach nur Abfuck, weil das vierstellig ist für unten. Ja, okay, das kann natürlich sein. Die hat doch hier bestimmt auch noch ein Code-Ding, ne? Ich will ungern den Knopf bei ihr drücken. Weil der wird einen Alarm auslösen. Ja, so einen Knopf hast du nicht einfach auf dem Tisch liegen, um irgendwie ein Versteck oder so zu öffnen oder was. Das muss irgendwie Alarm sein. Also ich weiß auch nicht. Eigentlich würde ich den, aber nee. Normalerweise, da war ja einer drin in dem Büro, ne? Oder nicht? Ja. So schleiche ich hier eigentlich. Hier ist doch keiner. Was ist da noch? Da ist auch nichts mehr, ne? Nichts. Aber das... Ich such grad was. Ja, das ist jetzt, schwierig. Was ist hier denn mit Strom, irgendwas? Ist auch nichts machen. Ja, also ich glaube, wir müssen den Raum Stück für Stück auseinandernehmen, da wo du gerade den einen weggeholt hast. Ja, können wir nicht. Wenn der eine Security das mitkriegt, dann sind wir aufgeschmissen. Ja, und der läuft da ja nochmal lang. Wenn du den mit rausnimmst... Ja, aber selbst wenn du den auf den Boden schmeißt, musst du auf den Walkie-Talkie antworten. Ah, scheiße, das geht ja gar nicht mehr, verdammt. Nee, wir haben alle drei weg. Wir haben bis jetzt auch alle richtig gedownt. Alter, hier guckt eine Hand durch das Gitter. Ich kann die Leiche durchs Gitter aufnehmen. Vielleicht hätte man den hier nicht machen sollen. Ja, den mussten wir machen für die rote Karte. Ach so, okay. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, was damit gemeint ist, dass wir zwei Angestellte brauchen für die Tür. Kann ich dir auch so nicht sagen, um ehrlich zu sein. Also ich würde sonst einfach nochmal probieren aus dem Raum, weil wir ja sonst eh nicht weiterkommen, aus dem Raum einfach mal gucken, ob wir da noch irgendwas machen können. Ich würde sagen, wir geben die Mission einfach jetzt erstmal so weit schleichend ab, weil wir abhauen können. Können wir auch. Können wir ja dann nochmal neu machen. So machen. Und dann noch schwer. Und dann einen anderen weglassen, genau. Ja, komm, dann geben wir ab. Dann ist es okay. Dann lassen wir das erstmal so. War jetzt nicht so viel, aber wir lernen das ja kennen. Und ich würde auch sagen, dann beim nächsten Mal machen wir das dann besser. Hm? Dann versuchen wir alles zu holen. Ich habe eine Handgranate geworfen. Komm, schnell. Ernsthaft? Nein. Okay. Aber ich kann ja eine werfen. Nee, ja, ich kann auch eine werfen. Ey, lass mal, wir gehen jetzt safe hier raus. Sieht das nur so aus oder kann man ganz oben noch hin? Nee, das sieht nur so aus. Aber ich hab's auch gedacht. Aber ich... Ja, die Fenster kannst du nicht mal kaputt machen. Nee.
dann kannst du ihn nicht kaputt machen. Na komm, dann geben wir hier ab. Dann lassen wir das erstmal so safe. Gucken wir, was es gibt. Ja. Wahrscheinlich nicht so viel. Ist ja auf normal, ne? Ja. Aber die war ja deutlich einfacher zu schleichen als die andere. Genau. Die ist jetzt easy gewesen eigentlich. Da war nichts Schlimmes bei. Ich habe gar keine Erfahrung gekriegt. Das war echt nichts. 69.000. Ja, vier Gegner getötet, ne? Ja, ein Drittel nur Taschen. Ich habe nicht mehr Erfahrung gekriegt, ne? Ich glaube, ich auch nicht. Nach 9 bin ich jetzt, aber ja, ich weiß auch nicht. Viel war das nicht. Nee. Okay, dann. Aber die kann man ja trotzdem ja nochmal machen und dann probieren mit dem Hauptraum. Genau, richtig. Oder, weil wir als Aufgabe haben, dass wir uns da auch durchballern müssen, dass wir nächstes Mal einfach durchballern. Ja, das erste ruhig machen und den letzten Raum dann ballern. Dann nee, komplett durchballern. Einmal komplett durchballern. Okay. Dann nehmen wir alles sofort mit und dann können wir einmal nochmal komplett durchschleichen. Oder so. Na gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hiermit. Ja. Dann bedanken wir uns recht herzlich fürs Zusehen und lasst gerne ein Like da und oder auch ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.